Hallo und herzlich willkommen zur Sims 4 100 Baby Challenge Folge 144. In der letzten Folge haben wir hier so ein bisschen rumgeschlumpft. Tabaluga ist älter geworden, den habe ich ausziehen lassen. Phoebe macht jetzt Frühstück am Samstagmorgen. Wednesday ist schon wach und spielt hier so ein bisschen und kannst mit dem vielleicht nicht nur mal spielen, sondern auch mal sprechen. Dann ist vielleicht auch dein Sozialbedürfnis ein bisschen besser. Okay. Wie sieht's bei dir so aus und bei den Kleinen hier? Okay, also du musst unbedingt baden. Dann würde ich doch sagen, Schlumpf, steh du doch mal auf. Und dann kannst du vorm Frühstück vielleicht noch Helene baden. Das wäre vielleicht noch so ein Ding, was du hinbekommen könntest, vielleicht, wenn du dir ein bisschen Mühe gibst. Macht erstmal ein Selfie. Ja. Wunderbar. Ist wahrscheinlich dann so mit dem Hashtag woke up like this. Und dann ist irgendwie so Schlumps unglaubliche Schönheit noch ungeschminkt und ungeduscht, ja. Das hat halt auch nicht jeder, ne? Da ist man, man kann so geboren sein oder man hat's leider nicht. Und du hast nur Wehen, nur Dingens, ne? Nur Morgenübelkeit, keine Wehen, ja. Das wäre auch ein bisschen früh. Wie vielten Trimester bist du denn jetzt, Schatzi? Im zweiten? Na, immerhin. Das ist doch schon echt nicht schlecht. Schlumpf hat übrigens, während ich die ins Bett gebracht habe, die Manieren jetzt maximiert. Phoebe, du könntest vielleicht als nächstes den Tisch decken mit... Heute ist mir nach Blau irgendwie. Vielleicht was Blaues wäre vielleicht schön. Und ja, dann könnten wir vielleicht hier so ein bisschen zusammen frühstücken. Das wäre doch irgendwie ganz nett. Und danach könntest du zum Essen rufen im Anschluss. Und Sissy baden wir dann nach dem Essen, denke ich. Ja. Wir haben vor allem angefangen, die in ihrer Kommunikationsfähigkeit ein bisschen zu stärken. Können wir mal schauen, vielleicht können die Eltern ihnen auch was beibringen. Oh, Wednesday hat schon gefrühstückt. Naja, gut, aber du kannst gleich trotzdem nochmal mitessen. Ein bisschen Hunger hast du ja noch. Ja, Phoebe, deine Technik hier musst du aber auch noch verbessern. Es ist jetzt nicht gerade irgendwie so die beste Performance überhaupt. Kannst danach vielleicht noch mal ein bisschen schlafen. Lene hat im Moment so viel Angst, um zu schlafen. Na, schauen wir mal, vielleicht gibt sich das ja von selbst wieder. Und ja. Was möchtest du? Etwas säubern. Natürlich, du kannst gleich die Dusche sauber machen, wenn du möchtest. Oh Gott, nein, nicht du, Jin. Nein! Zunächst mal, warum reibt Phoebe ihr Frühstück an ihren Bauch? Das ist Frage 1. Frage 2. Was geht mit dieser Katze? Es ist echt wow. Krasser Scheiß. Hehehehe. Ja, ist jetzt schon weg, ne? Da guckst du. Es tut sie so, als hätte sie von Anfang an dahin gewollt und irgendwie gar nicht was anderes. Setz dich mal hin, Phoebelein. Du musst eigentlich auch nichts essen, du hast noch nicht wirklich Hunger. Ah, weißt du, was du mal machen könntest? Du könntest mal hiermit sprechen, weil dann könntest du deine Kommunikationsdings noch mehr aufbauen. Danach könntest du mal Kleinkindervideos ansehen und danach ist vielleicht irgendwann Sissy auch fertig gebadet und alles. Ja, Phoebe, wenn du Hunger hast, du hältst Essen in der Hand gerade. Oh, und Schlumpf, beeil dich. Ich sehe die Katze.
sehe. Oh. Alter. Ganz ehrlich, wenn ich jetzt raten müsste, welches Merkmal hat diese Katze? Und ich würde die Sims-Merkmale nicht kennen. Ich würde einfach nur sagen, kackdreist. Der Rest würde mir überhaupt nicht einfallen. Weil... Und jetzt mag sie Bibi nicht mehr. Oh. Oh. Vielleicht kannst du ja hier mal ein bisschen Witze erzählen, dass... ist gut für den Spaß, aber auch, weil du ja diese Fähigkeit aufbauen sollst, ist das vielleicht auch nicht die schlimmste Idee, die man haben kann. Irgendwie nimmt er die Interaktion mit Wednesday gerade nicht so auf. Naja. Und danach kann er vielleicht entweder einen Hausputz machen, das wäre das eine, das fände ich ganz gut. Und danach kann er vielleicht noch so ein bisschen Witze erzählen, üben, das wäre vielleicht auch nicht so schlecht. Und ja. Okay, das funktioniert schon mal alles ganz gut. Yay! Dann kann er hoffentlich am Montag auch zum Erwachsenen werden und Wednesday kann zu einer Teenagerin werden. Und dann wäre es außerdem gut, wenn Helene und Sissy auch möglichst bald älter würden. Das wäre auch echt nicht verkehrt. Ja. Sobald du das gemacht hast, kannst du hier mal Sissy. Post wurde zugestellt. Ja. Okay, sobald du hier fertig bist, kannst du... Kann er keinen Hausputz machen? Ich dachte, das könnte man machen. Aber du wolltest trotzdem irgendwas säubern, ne? Dann kannst du auf jeden Fall diese Dusche hier mal säubern. Und wir gucken uns mal an, ob hier noch irgendwas sauber gemacht werden muss. Aber ich glaube, das war es sogar dann. Ja. Dann kann er danach hier mal Witze erzählen. Warum bist du sauer? Weil du müde bist. Dann schlaf doch noch ein bisschen. Phoebe, kriegst du sie dazu, dass sie schlafen geht? Oder muss ich nachhelfen? Schlafen geht. Dass sie baden geht. Sissy Buchholz in Schaumbad baden. Okay. Scheint doch irgendwie zu funktionieren. Sind soeben gute Freunde geworden. Ach, ist das süß. Genau, Schlumpf ist auf dem besten Weg. Wednesday. Ich würde ja gern mit ihr emotionale Kontrolle aufbauen, aber ich weiß nicht so wirklich... was könnten wir denn mit ihr machen? Ich glaube irgendwie, wir können mal schauen, ob sie gerade hier irgendwas machen kann. Weil manchmal ist es irgendwie das klassische Musik, die beruhigt. Aber ich weiß nicht, ob das nur dann ist, wenn sie wirklich extrem irgendwie negativ gelaunt sind. Das müsste man natürlich erst schauen. Aber Wednesday ist so süß. Ich mag Wednesday echt gerne.
Das funktioniert schon mal. Sehr gut, sehr gut. Brauchst du sonst noch irgendwas? Nee, kannst gleich was essen, aber das kriegen wir auch hin. Dann kann Phoebe als nächstes mal Wäsche machen und in die Waschmaschine stecken. Ja. Ja. Ein Tierball kaufen. Ne, 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 ne. Okay. So, und kann ich jetzt hier irgendwas? Macht das hier irgendwas? Nicht so richtig, ne? Dann mach mal Hausaufgaben. Phoebe wird angerufen. Momo möchte vorbeikommen, aber klar kannst du vorbeikommen, Momo. Du könntest irgendwas zum Spaß machen. Was könntest du denn mal? Du könntest deinem Sohn mal zuhören. Kann sie gar nicht. Oder? Kann sie nicht zuhören? Vorführung ansehen. Ja, mach das doch mal. Das ist doch nett. Sissy. Rührei mit Speck essen. Das ist eine sehr gute Idee. Und ihr Spaß steigt auch und wahrscheinlich sein Selbstbewusstsein jetzt auch. Yay! Danach können wir auch mal schauen, ob hier vielleicht noch mehr Leute da sind, mit denen wir uns anfreunden könnten. Gerade nicht. Nö. Naja. Okay. Ich würde auch, sie muss hier auch noch Kinder zu Sachen ermutigen und so für ihren Lebenswunsch. Ne? Kann sie denn hier gerade irgendwas machen? So erziehungsmäßig. Zu aktuellem Verhalten ermutigen. Ja, mach das doch mal. Das finde ich auch gut. Und dann können wir ihn danach vielleicht auch... Gucken wir mal. Vielleicht später. Schlumpf hat Level 3 erreicht. Fantastisch. Kannst du hier als nächstes mal verwenden und kannst danach auch Hausaufgaben machen. Zählt das hier? Warte. Das gibt es doch nicht. Momo ist nur hier hingekommen, um Milford zu verdreschen. Ihr erster wirklicher Feind. Das ist wirklich wahr. Können wir sie jetzt dazu erziehen und sagen, ey, irgendwie du hast einen Schaden? Oder geht das nicht mehr, wenn Kinder erwachsen sind? Tatsächlich, das geht nicht mehr. Krass. Ach, Momo. Du Monster. Übelkeit. Kann sie denn jetzt hier danach irgendwie... Hilft das ihr jetzt? Mit emotionaler Kontrolle, wenn sie jetzt hier zuhört? Ich kann sie mal ein bisschen schlafen und sich so noch ein bisschen entspannen. Phoebe, wo bist du und was macht natürlich? Phoebe ist wieder am Essen. Naja, okay. Von mir aus darf sie das auch essen. Naja, gut. Und hey, ich würde lieber, dass du was machst, was mit
Sprache zu tun hat. Du kannst mit Momo mal ein bisschen sprechen, hä? Wird noch so weit, dass Sissy Momo noch beibringt, wie man verantwortungsbewusst lebt. Ich sehe es schon kommen. Ich will die ganze Zeit sagen, Tante Momo, was ist ja ihre Schwester? Über LKW reden. Klar. Unfug reden. Über Lieblingsfarbe reden. Das müssen wir ihr alles erzählen. Okay, spielen müssen wir jetzt nicht unbedingt. Tiere lernen. Können wir vielleicht auch. Das ist vielleicht ganz cool. Wir haben danach bestimmt direkt wieder Hunger, aber... Oder haben danach dann erst richtig... Ja, okay. Jetzt muss noch einmal jemanden ermutigen und dann hat sie es. Kann sie nochmal irgendwas machen? Wenn sie das jetzt macht, dann hätte sie nämlich hier den nächsten Meilenstein schon mal geschafft. Das wäre ganz gut. Es wäre für sie vielleicht auch ganz praktisch, wenn sie die Lebenszeitbelohnung hätte, wo sie nicht immer so viel Hunger hätte. Wie viel kostet die denn? Gibt's die? Hoch! Das ist ein bisschen sehr teuer. Okay, Helene hat inzwischen auch Hunger wie sonst was. Dann sollte Helene vielleicht aufwachen und wir haben hier noch so ein bisschen was von gestern auch noch. Ja. Können wir das mal hier irgendwo... Ich will es doch nur irgendwo hinstellen. Genau, und Sissy kann das andere essen und dann haben alle was gegessen. Ist das nicht wundervoll? Oh, warum ist das so ein Stress, die Sachen auf den Boden zu stellen so? Okay. Wunderbar. Essen jeweils was. Kann sie vielleicht nochmal mit Wednesday irgendwas machen? Was könnten wir denn mit... Mit Wednesday mal machen. Und danach könnten wir auch mal, glaube ich, die Wäsche aus dem Dingens holen. Und Schlumpf könnte aber noch Zusatzhausaufgaben machen. Ja. Du beeinflusst sie dann hier mal auf Wäscheleine hängen. Und danach können die beiden vielleicht noch mal ein bisschen Spaß miteinander haben. Oh, das bist du selbst. Upsi.
Klopf, Klopfwitz erzählen. Wie cool ist das denn? Welche kleinen Kinder können denn Klopf, Klopfwitze erzählen? Das ist schon ein Ding, wenn die überhaupt Witze erzählen können. Und vielleicht solltest du danach Ginger nochmal zum Fressen rufen oder so, weil die scheint es ja irgendwie von selbst nicht zu machen. Und wir könnten hier eigentlich nochmal einschalten auf. Ich glaube, Phoebe würde Popmusik hören. Dann könnte Phoebe hier noch so ein bisschen tanzen. Tanzen. Romantikfestival. Du kannst danach vielleicht auch mal verwenden und vielleicht auch selbst noch mal Zusatzhausaufgaben machen. Ich weiß nie, auf welchen Zwilling ich gerade geklickt habe. Level 4 der Kommunikation. Das ist doch echt süß bei den beiden. Ich glaube, Sissy ist auch schon Level 4, würde ich mal vermuten, weil sie halt auch schon so viel kann. Und das Klo ist kaputt. Ich hoffe, das machen unsere Wichtel dann heute Nacht. Da steigt irgendwie ihr Spaß gar nicht so richtig, oder? Eigentlich müsste doch von lustigen Interaktionen müsste der Spaß doch steigen. Phoebe tanzt, was das Zeug hält. Das ist natürlich auch cool. Okay, ihr Spaß ist auf jeden Fall schon mal weiter nach oben. Aber Sissys Spaß ist noch niedrig. Der sollte aber, ja, wie gesagt, der sollte durch lustige Aktionen eigentlich auch steigen. Wie weit bist du eigentlich mit? Ist gar nicht mal so verkehrt hier. Ist gar nicht mal so verkehrt. Und Sissy geht jetzt tanzen, hat sie recht. Und du kannst vielleicht noch mal aufessen von dem, was du hier noch liegen hast. Und danach vielleicht auch schlafen. Das macht dir jetzt aber Spaß, oder? Ja. Na, immerhin etwas. Gut. Schlumpf. Was ist denn hier drin verdorben? Ich glaube. Ah, okay, der Kuchen. Vielleicht haben wir vergessen, die Kerzen drauf zu platzieren oder so. Hallo? Ich würde ihn gern in den. Oh. Meine Güte. Warum ist es doch so mühsam? Verdorbenes Essen aussortieren. Und als nächstes kannst du meinetwegen einfach Reste essen. Ist mir eigentlich egal, was du dir davon aussuchst. Und ja.
Okay, dann würde ich aber sagen, es ist auch genug für eine Folge. Hier geht der Spaß zumindest richtig hoch. Vielleicht können wir nächste Folge noch mehr an der Kommunikation arbeiten. Vielleicht können dann die Teenager und Erwachsenen den beiden vielleicht auch noch mehr wirklich dazu beibringen und all das. Und ja, dann geht das doch da voran. Dann können die beiden vielleicht bald zu Kindern werden. Oh, und dann müssen wir auch mal schauen. Dann haben wir vielleicht so wenig Betten. Dann muss vielleicht Wednesday sogar schon früher hier ins Teenagerzimmer reinziehen. Aber das geht natürlich alles klar. Schlumpf wird hoffentlich am Montag dann älter. Phoebe sollte vielleicht mit noch mehr Freunden, mit noch mehr Freunden, mit noch mehr Leuten Freundschaft schließen, damit sie halt auch da immer flott mit dabei ist, wenn es weitergeht mit der Baby-Challenge und Zeug. Und ja, gut, dann beende ich die Folge hier. Ich bedanke mich fürs Zusehen. Ich wünsche euch noch einen wunderschönen Tag und wir sehen uns in der nächsten Folge. Ciao!